Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Family. Und ja, ich habe es dann doch irgendwie noch hinbekommen, ihn umzustylen. Es war eine größere Tortur, als ich dachte. Also ich kann euch ja mal ganz kurz zeigen. Ja, ich habe über eine Stunde getroubleshootet, wie wir das hinkriegen mit dem Umstyling, weil ich jedes Mal in diesen unendlichen Ladebildschirm geschickt wurde. Aber jetzt ist alles tutti und ich hoffe, dass es einfach nicht nochmal auftritt, weil sonst schreie ich. Und das ist die erste Folge, die wir mit DX11 aufnehmen von diesem Projekt. Und mir ist leider aufgefallen, die Fotos funktionieren, aber... Es geht jetzt doch! Als ich das zum ersten Mal nachgeschaut habe, war Pebbles die Prinzessin. Das Bild war schwarz und es funktioniert jetzt doch. Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, leider müssen wir uns von diesem Bild verabschieden. Aber jetzt ist ja alles gut. Wow! Wir haben heute auf jeden Fall vor, nochmal ein Baby zu bekommen. Aber ja, beim letzten Mal haben wir Raphael bekommen und eine Babyparty geschmissen. Ach süß, wir kriegen hier auch gerade noch ein Geschenk. I love it. Es ist sehr, sehr süß. Wie lange hat sie noch? Oh, sie hat heute Geburtstag. Oh. Und Marley hat Angst vor Gedränge. Weil wir wollen natürlich auch irgendwann nochmal in Urlaub gehen nach Salvadorada. Ich weiß gar nicht, wie lange sind die denn Erwachsene in kurzer Lebensdauer? Wie gut werden wir das hinkriegen? Es ist die Frage. Ich bin auf jeden Fall froh, dass das hier jetzt doch alles so weit geklappt hat. Die kleine Maus braucht was zu essen. Mami ist da. Marley hat auch bald Geburtstag. In 2 Tagen. Okay. Ist es möglich, dass ich peinlich bin? Mut. Oh, ihr seid ja süß. Oh, abgeschlabbit. Warum bist du nicht schon wieder dreckig? Frage für mich. Wir haben noch mehr Sachen bekommen. Wir lieben Geschenke. Ach süß, Spielzeug. Oh, und noch eine Babywiege. Süß. Die ist halt auch schon noch mal ein bisschen schöner, ne? Kleiner Mann ist auch sehr müde. Er möchte deswegen einmal kurz ins Bett gebracht werden, bitte. Leg dein Kind ins Bett. Nein, lass dein Kind jetzt in Ruhe! Nee! Du lässt das Kind in Ruhe! Ich hasse Säuglinge. Die sind so süß, aber nerv mich nicht, Kind! Nein! Dann legt Daddy dich halt ins Bett. Ist kein Problem. Daddy, bitte bring deinen Sohn ins Bett. Nein. Warum ist das einmal so schwierig alles? Hasst es, gehalten zu werden. Okay, Raphael. Guten Morgen, mitten in der Nacht. Dein Vater füttert dich jetzt kurz, okay? Da ist eine Flash, die kommt weg. Why is you awake? Es ist 2:30 Uhr. Spuckfreudig, na toll. Ich bin ja ganz froh, dass die Tiere sich ganz gut miteinander verstehen, ne? Naja, vielleicht machen wir schon mal diesen hier. Es ist die 107. Gib deinem Grundstück das Abseits vom Netzmerkmal. Es ist ja nur für heute, aber trotzdem. Oh mein Gott. Toll, jetzt sitzt sie auf Klo und strickt erstmal. Also, die Frau ist super. Nee, nicht Haya. Nein! Hier, ihr könnt ja mal ein bisschen Bauchzeit verbringen. Im Dunkeln, wie man das so macht. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass du auf die Seite gehst, aber schon okay. In dem Zustand sollten wir auf jeden Fall kein Kind in die Welt setzen. Vielleicht machen wir es lieber morgen. Und du kannst hier Zeug machen. Ja, Hauptsache, die Kerzen brennen, ne? Oh mein Gott, er kann nicht duschen gehen. Ich kann nicht mehr. Also, es wird hier ein großartiger Tag. Ich sag, wie es ist. Schlechte Qualität. So, sie kann ja noch mal ein bisschen Yoga machen. Ja, sie muss leider zur Arbeit. Vorsatz umgesetzt. Huch. Warum das denn? Hä? Was? Wieso wurde sie jetzt befördert? Geh bitte zur Arbeit. Hallo? Wir schicken ihn zur Tagespflege. Das geht hier nicht. Also, ich muss auch mal kurz durchatmen können, bitte. Schön, ich habe eine Haushaltshilfe engagiert. Gute Sache. Rechnungen, toll. Ja, die Couch sieht ja toll aus. Warum? Destiny heißt ja jetzt Braun mit Nachnamen. Als ob die geheiratet haben. Süß. Er hasst alles. Ja. Hi Destiny, what up? Ich würde auch alles hassen, wenn ich so aussehen würde. Er beruhigt sich selbst. Das ist ja toll. Wir müssen jetzt leider unsere Rechnung zahlen. Faith hat Geburtstag. Oh mein Gott. Kannst du für deine... Nein, ich kann keinen Kuchen backen. Vielleicht gehen wir essen? Da kann man ja Kuchen bestellen. Komm, ich platziere sogar ein neues Restaurant dafür. Warum schreie ich? Ja, stimmt, die Leute haben alle jetzt mit diesem Bistro-Kit gebaut, aber ich habe das Pack leider nicht. Deswegen ist das ein bisschen blöd. Das sieht süß aus. Doch, das ist voll cool. Kann nur sein, dass wir eventuell was vom Tisch nehmen müssen, damit dann der Kuchen funktioniert, aber das ist ja halb so wild. New Crest füllt sich langsam, ne? Ich würde sagen, er geht jetzt vorher nochmal irgendwo hin, wo er duschen kann, weil so kann er nicht den Geburtstag seiner Frau feiern. Und Raphael kann leider auch nicht mitkommen. Es tut mir leid. Hallo, einmal duschen bitte. Ja, Faith ist gerade nach Hause gekommen. Wir gehen gleich zusammen. Muss einmal geduscht werden. Perfekt. Hallo.
Ach, sie sieht ja süß aus. Geil. Warum ist diese Person nackt? Ja, nicht besonders romantisch, aber Dinge passieren. So, wir bestellen erstmal eine Limo und einen Saft on the rocks. Oh, Kürbissuppe, geil. Dann gibt's Sushi und Hähnchen-Chimichurri-Spieße. Und ich möchte einen Erdbeerkuchen. Ja, geh bitte erst pinkeln. Und dann kannst du deine Kerzis auspusten. Hoffentlich kommt sie da dran. Aber es sieht gut aus. Yay! Irgendwie sieht das sehr wild aus gerade. Vielleicht bin ich's auch nur. Yay, Girl! Oh mein Gott, tschüss! Wieso, ich gehe jetzt. Okay, geh nach draußen, kein Problem. Und sie ist erwachsen. Meine Cam und ich sind immer wieder Besties einfach. Naja, die sind noch nicht verheiratet, aber ich habe eben schon meinen Mann gesagt, aber Papalapapsi. Ja, sie ist extrem müde. Where is my food? Wir kriegen Essen, yay. Lecky. Woher kommt das Getränk denn jetzt? Was? So, ab nach Hause. Ab ins Bett. Und damit meine ich alle. Oh mein Gott. Okay, dann bleibt das Kind wohl jetzt da liegen. Ist mir egal. Oder halt auch so auf dem Teppich. Ich hinterfrage einfach nichts mehr. Spiel macht sowieso, was es will. Ja, Raphaels Geburtstag naht auch, genau. Ich kann das wieder wegnehmen. Was gibt's denn heute? 111. Sei schelmisch mit jemandem, das ist sehr easy peasy. Heute hat Marley Geburtstag. So, wir laden ihn zu einer falschen Party ein. Okay, erst arbeiten. Dann müssen wir es nachher machen. Ich habe den Kuchen aus dem Inventar vergessen. Jetzt ist der schon wieder schlecht geworden. I can't do this anymore. Ich finde lustig, die Haushaltshilfe, das Erste, was sie macht, ist immer das Klo leeren von den Katzen. Oh, lol. Alle Bäumchen können weiterentwickelt werden. Schön. Wir haben ein Geschenk von unseren Tieren bekommen. Erstmal öffnen. Eine Actionfigur. Na toll. Du bist müde. Geh schlafen. Und du machst vielleicht auch mal kurz ein Nickerchen. So, meine liebe Faith, du kannst jetzt erstmal einen Kuchen machen. Es gibt Schokotorte. Okay, auf geht's. Och, süß. Tatsächlich sind dann beide schon erwachsen. Wie lange sind die jetzt erwachsen? 20 Tage. Das ist ja echt in Ordnung eigentlich. Yay! Und jetzt machen wir noch ein Wissenschaftsbaby. Ich wollte dir sagen, dass ich schwanger bin. Das sind die süß. Oh, das finde ich irgendwie richtig toll. So, sie geht jetzt zu ihrem Mann. Bitte. Okay, genau. Leg das Kind auf die Terrasse. Kein Problem. So, und jetzt bitte. Ich möchte ein Baby. Nee, lass das Kind jetzt in Ruhe. Das hat damit nichts zu tun. Auf geht's, ab geht's. Instant Baby. Es ist ein Mädchen. Okay, ich habe jetzt ein bisschen gegoogelt und ich wollte halt auch was mit R, weil ich finde das irgendwie immer schön. Also ich mag das immer gerne. Und ich habe den Namen Raya gefunden und Raya ist ja mal so ein süßer Name. Ja, süß. Ja, wir haben leider jetzt 8 Sims in unserem Haushalt, aber jetzt können keine Missgeschicke mehr passieren. Woo! Hallo Raya. Warum ist Raya ein Vampir? Warum kam dann das Vampirzeichen? Das ist nicht gut. So, kannst du bitte einmal das Outfit von Raya ändern? Nebula sieht süß aus. Och, Süßi. So, und jetzt geht bitte alle schlafen. Es wird eine wilde Nacht. Und wir werden am Folgetag auch sehr lange im Greatest Sim sein. Weil sowohl Raya als auch Raphael haben dann noch Geburtstag. Und ich möchte bei Marley und bei Faith auch nochmal drüber gucken mit den Outfits. Also es wird nicht langweilig hier. So, du wirst kurz gefüttert, dann wirst du noch kurz eine neue Windel bekommen. Und dann geht's ins Bettchen. Und er kommt einfach nicht dazu, die Logikfähigkeit zu verbessern, damit er befördert wird. Weil einfach so viel los ist in diesem Haushalt. So, es wird jetzt noch geschlafen. Es geht hier sonst nicht. Ach, Mist, das Baby. Aber dann wird geschlafen. Warum bist du wach? Warum? Nee, ist mir egal. Heul halt. Du bist richtig müde, du kleine Maus. Schlaft, solange ihr könnt. Die Lotterie. Nehmen wir natürlich teil, ne? Also ausschlafen ist hier nicht mehr mit denen. Oh, du hättest auch schon lange zur Arbeit gemusst, ne? Ups. Ne, wir machen etablierte Methode. Ich will nicht herabgestuft werden. Häschentag! Wieso bist du eigentlich nicht bei der Tagespflege, Girl? Ja, okay, dass sie jetzt einen Burnout hat, so langsam kann ich nachvollziehen. Oh mein Gott, Pebbles, no! Raya hat großen Hunger. Ja, was soll ich denn tun? Hä? Die Katze ist düster. Nein! Kann ich die Backbaby verhungern lassen? Hallo, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Kannst du früher nach Hause kommen? Oh mein Gott, ich kann das alles nicht mehr. Es stinkt auch schon wieder. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Ich kannst du mir Pebbles jetzt bitte einfach wegnehmen? Ich kann nicht mehr. Oh, Pebbles. Ja, also das sind tolle Geburtstage übrigens. So, wir lassen erstmal dich älter werden. Ja, ich weiß, ich will dir doch allen helfen, aber ich kann nicht. Ich hätte gerne einen Kuchen für euch gemacht, aber also... Das ist jetzt so nicht so direkt möglich gerade. Immerhin kriegen wir jetzt noch
Unterstützung. Er war trotzdem glücklich, wow. Und er ist jetzt albern. Das ist in Ordnung. Auf geht's, ab geht's. Raya, los. Woo. Okay, und sie ist sonnig. Danke. Wir müssen noch schelmisch sein. Und wir haben noch ein Geschenk bekommen. Also ich bin froh, wenn ich jetzt gleich kurz in den Creative Sim flitzen kann, weil das hier ist ja nicht auszuhalten. Sie mag Streiche. Na gut. Ball, ball, ball. Ich bin ehrlich, Marley müssen wir eigentlich nicht wirklich was machen. Ich würde ihm nur vielleicht mal ein zweites Outfit geben. Aber ja, wie gesagt, ich gehe jetzt hier ganz entspannt in diese Cars-Runde. Bis gleich. Also, hier haben wir unseren Marley. Ich habe ihm einfach nur ein zweites Outfit gegeben. Ja, ich finde, es ist irgendwie sein Vibe. Ich weiß jetzt nicht. Ich kann das nicht so genau beschreiben. Dann fangen wir einfach mal mit Raphael an. Das ist sein Alltagsoutfit und ich finde, er sieht einfach cute aus. Er hat halt viel Gelb, weil sein Zimmer ist ja auch sehr gelb eingerichtet. Dann hat er hier seine Abendkleidung. Oh, da hat er noch ein Hörgerät, aber das braucht er nicht. Seine Schlafkleidung ist richtig süß. Dann seine Partykleidung. Seine Schwimmkleidung habe ich, glaube ich, einfach so gelassen. Sein Heißwetter-Outfit und sein Kaltwetter-Outfit. Und ich finde, er sieht unfassbar cute aus, oder? Ich bin ein sehr großer Fan. Dann habe ich mich, wie gesagt, bei Faith mal umgesehen. Ich habe nur ihr erstes Outfit mal geändert. Und ich habe trotzdem versucht, dass es halt noch süß ist, weil sie hat ja immer einen sehr süßen Stil gehabt. Aber eben einfach, dass sie jetzt älter wirkt. Und ich finde, das ist mir ganz gut gelungen. Außerdem passt das auch sehr, sehr gut zu ihr. Ich finde, die Farbtöne stehen ihr sehr, sehr gut. Dann habe ich ihre Nachtwäsche nochmal ein bisschen geändert, zumindest das Oberteil, weil ich das einfach nicht mehr sehen konnte. Also ist das aber so geblieben. Ich habe ihre Partykleidung jetzt auch mal verändert, weil sie das ja auch schon seit ihrer Teenagerzeit so getragen hat. Und das ist ja immer noch sehr, sehr süß, aber eben ein bisschen bedeckter, sage ich mal.
Ihr Sommer-Outfit haben wir irgendwie noch nie gesehen, deswegen lassen wir das erstmal. Und bei ihrem Kaltwetter-Outfit habe ich das gelassen, aber ich habe ihr erstes auch mal geändert. Eben dieselben Vibes, aber neu. Und wie süß ist diese Hose, einfach mit den Erdbeeren. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch Raya, die auch unfassbar süß aussieht. Das ist ihr Alltagsoutfit und ihre Abendkleidung und ihre Nachtwäsche. Einfach ein Baby ist sie. Es ist einfach süß. Ihre Ausgekleidung, ihr Heißwetter-Outfit und zu guter Letzt ihr Kaltwetter-Outfit. Also ich bin Fan. Als letzte Amtstat für heute würde ich gerne noch einmal zum Friedhof gehen und Pebbles die letzte Ehre widmen. So, hier hinten unsere kleine Prinzessin. Das ist unsere erste Katze, die wir beerdigen, ne? Im Entferntesten könnte man sagen, dass diese Katze aussieht wie Pebbles. Ja, mehr haben wir halt für die Tiere auch eigentlich immer nicht gemacht, ne? Tu ihr mal noch so eine Schleife hin. Okay, dann können wir jetzt auch erstmal wieder gehen. An dem Punkt müsste ich jetzt ja eigentlich das Zimmer bauen von Raya. Aber da ich schon sehr lange aufnehme, machen wir das dann beim nächsten Mal. Mein Plan ist, dass ich das dann hier so baue, quasi, dass wir die Tür hier hinsetzen und so. Aber das seht ihr dann. Ich denke, dass wir das dann alles ein bisschen umbauen können, dass das trotzdem alles Sinn ergibt. Ja, und mit den strugglenden Leuten hier, ich meine, die Bedürfnisse sind alle absolut schrecklich. Um die kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Ich bin schon sehr gespannt, wie das hier dann weitergehen wird. Es ist hier einfach immer ein Auf und Ab und also es macht mir auch ein bisschen fertig. Aber ich liebe dieses Let's Play trotzdem sehr. Und ich weiß, dass ihr es auch sehr mögt. Deswegen ist es das alles wert, diese Emotionen durchzustehen. Ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!